Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Freunde der geistlichen Musik, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Rahmen der Musik zum Tagesausklang möchte ich Sie alle recht herzlich über das Internet begrüßen. Wir stehen in der Corona-Krise und haben derzeit nicht die Möglichkeit, im Kirchenraum unserer schönen Schongauer Stapferkirche die Orgelklänge live mitzuerleben. Dennoch möchten wir Ihnen in dieser Abendstunde anspruchsvolle Orgelmusik zu Ohren kommen lassen, die wir in eine geistliche Andacht eingebettet haben. Andreas Wiesmann, unser Kirchenmusiker und Organist, wird heute Orgelkompositionen spielen, die zum einen aus der Feder von keinem Geringeren als von Johann Sebastian Bach stammen und zum anderen von Franz Liszt, der mit seiner Tondichtung die Virtuosität von Bach würdigt. Zuerst hören wir also dann die Toccata und Fuge in F-Dur. Dann schließen sich drei themenbezogene Stücke aus den sogenannten Schübler-Chorälen an und den Abschluss bilden dann das Präludium und die Fuge über den Namen Bach, B-A-C-H, von Franz Liszt. Beginnen wir mit der Toccata und Fuge in F-Dur von Johann Sebastian Bach. Thank you.
Die drei nun ausgewählten Schübler-Choräle beziehen sich auf drei religiöse Themen. Erstens auf Gottes Vorsehung und Allmacht, wer nur den lieben Gott lässt walten. Zum anderen auf den Lobpreis Mariens, mit dem sie Gottes Größe und seine rettende Macht besingt. Meine Seele erhebt den Herrn. Und schließlich der dritte Choral bezieht sich auf das österliche Motiv der Emmausjünger, die den Auferstandenen in ihre Mitte bitten. Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ. Betrachten wir beim ersten Choralstück nun die himmlische Sphäre an unserem Hochaltar über Maria, die hier in den Himmel aufgenommen wird, erkennen wir die heiligste Dreifaltigkeit. Gott, Vater mit der Weltenkugel, der die Welt und das All erschaffen hat. Wir sehen Gott, Sohn mit dem Kreuz, durch das er die Welt erlöst hat. Und Gott, den Heiligen Geist, ganz oben, der in Gestalt einer Taube über allem schwebt und alles durchdringt. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu, und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Hören wir, wer nur den lieben Gott lässt walten.
Beim zweiten Choralstück von Johann Sebastian Bach fällt unser Blick auf das wunderbare Fresko an der Chorwand hier in unserer Stadtpfarrkirche. Es stammt, dieses Fresko, von Franz Anton Wassermann und zeigt den Besuch Mariens bei ihrer Verwandten Elisabeth. Der Evangelist Lukas berichtet, wie Maria wenige Tage nach der Verheißung der Geburt Jesu durch den Engel Gabriel ihre Verwandte Elisabeth besucht. Bei der Begrüßung wird Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und preist Maria und ihr Kind. Darauf stimmt Maria einen Lobgesang an, den wir als Magnificat kennen. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Hören wir nun, meine Seele erhebt den Herrn. Das dritte Choralstück hat ein in unsere österlichen Tage hineinpassendes Motiv. Der Auferstandene, hier in unserer Kirche dargestellt mit der Siegesfahne, begleitet aber unerkannt die beiden traurigen Jünger auf ihrem Weg nach Emmaus. Als der Auferstandene weitergehen will, drängen die Jünger ihn, bei ihnen zu bleiben. Beten wir mit der Kirche.
Bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Bleibe bei uns und bei deiner ganzen Kirche. Bleibe bei uns am Abend des Tages, am Abend des Lebens, am Abend der Welt. Bleibe bei uns mit deiner Gnade und Güte, mit deinem heiligen Wort und Sakrament, mit deinem Trost und Segen. Bleibe bei uns, wenn über uns kommt die Nacht der Trübsal und Angst, die Nacht des Zweifels und der Anfechtung, die Nacht des bitteren Todes. Bleibe bei uns und bei allen deinen Gläubigen. Bleibe bei uns in Zeit und Ewigkeit. Amen. Wir hören das dritte Choralstück, Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ. Das jetzt folgende Orgelwerk von Franz Liszt würdigt mit den Tönen B, A, C, H den Namen des großen Komponisten Johann Sebastian Bach. Liszt erweist mit diesem aufwendigen Stück dem großen Thomaskantor seinen ganzen Respekt. Dem Organisten verlangt dieses Stück der großen Orgelliteratur sein ganzes Können ab und auch das Instrument selbst wird mit seinen Registriermöglichkeiten ganz gefordert.
Bevor wir nun abschließend um den Segen Gottes bitten, möchte ich mich natürlich bei unserem Kirchenmusiker Andreas Wiesmann ganz herzlich bedanken für sein ausgezeichnetes Orgelspiel mit den ausgewählten Meisterwerken. Andreas Wiesmann gestaltet ja seit Jahren monatlich diese unentgeltlichen Konzerte zum Tagesausklang. Auch dafür gebührt ihm wirklich Dank. Darüber hinaus hat er es gerade in dieser krisengeschüttelten Zeit technisch möglich gemacht, dass Sie gleichsam durch ein digitales Fenster in unser Gotteshaus hereinschauen, zuhören und teilnehmen können. Herzlichen Dank. Beschließen wir nun diese geistliche Abendmusik mit dem Gebet des Herrn und gehen wir dann mit dem Segen des auferstandenen Herrn in einen friedlichen Abend. Lasset uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige und der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gelobt sei Jesus Christus.